Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Ich habe meine alten Tweets gelöscht. Also versuchen Sie nicht, was Schlimmes auszugraben. Screenshots können gefälscht sein. Doch zunächst ist die Zeit gekommen für den jährlichen Kuchenwettbewerb. Sachen? Der Gewinner erhält die begehrte Kuchen-Champion-Trophäe. Brian, das könnte meine Chance sein, endlich einen echten Preis zu gewinnen. Glaubst du, du kannst das? Natürlich, ich muss mich nur etwas anstrengen, wie Chris bei seinem Job im Casino. Nichts geht mehr. Das Geld, das für ihre Kinder da gewesen wäre, ist weg. Nichts geht mehr. Das Geld, für das sie hart gearbeitet haben, ist weg. Verzockt, verzockt, verzockt. Oh, Doppel-Null. Warum denkt nie irgendjemand an die? Oh, und ein Typ verlässt den Tisch, ohne ein Wort zu sagen und wird ersetzt durch einen älteren weißen Mann mit einer viel jüngeren schwarzen Freundin. Nichts geht mehr, nichts geht mehr. Aufgepasst. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Also, ich weiß, dass ihr alle sehr gespannt darauf seid, wer befördert wird. Und ich freue mich, euch sehr mitzuteilen, wer es sein wird. Smarmy? Entschuldigung, wo soll ich den Koffer voll Geld abstellen? Wer sind Sie? Der Chefveranstalter von Wein- und Malkursabenden. Louis Griffin hat mich durch ihren Witz, ihren Charme und ihre Professionalität zum Kunden gewonnen. Ist das wahr? Gut, in diesem Fall geht die Beförderung an Louis Griffin. Was soll ich sagen? Ich liebe meine Frau. Es ist meine Serie. Warum bin ich das nicht? Weil ich der Witzige bin. In dieser Serie bist du es nicht. Oder vielleicht doch. Oh, ich dachte, wir hätten noch ein Gesicht mehr. Oh, das ist aber hübsch. Du meine Güte. Oh mein Gott, war das aufregend. Ja, ich fühle mich so lebendig. Peter, hast du etwa getrunken? Ja, ein bisschen. Wir sind auf einer Party. Zieh dieses dämliche Kostüm aus. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Das wirst du nicht mehr sagen, wenn du erst mein spektakuläres Einradfinale gesehen hast. Meine Freunde, ich bin gleich zurück. In der Zwischenzeit präsentieren wir einen exquisiten Musikbeitrag von Chris Griffin. I don't know what we're afraid of. Nothing would change if we made love. So I'll be your friend. And I'll be your lover. Okay, euch werden gleich die Augen rausfallen. Grandpa! Oh mein Gott! Atmet er noch? Ruft einen Krankenwagen! Lois? Vielleicht rufen wir besser zwei Krankenwagen. Was macht ihr denn da? Peter, das Maß ist voll. Diese Couch wird entfernt. Wir haben deinen Schwachsinn satt. Ja, wie könnt ihr es wagen? Ich reiß mir den Arsch auf, um die Brötchen hier im Haus zu verdienen. Und ihr sagt immer nur, wir wollen keine Brötchen, wir wollen echtes Geld. Ich hab aber kein Geld, ich hab's für Brötchen ausgegeben. Peter, versetz dich mal in unsere Lage. Kann ich nicht. Wer zu viel Brötchen frisst, ist nicht empathisch. Entschuldigt mich, ich werde jetzt auf dem Sofa schlafen. Was ist los mit unserem Freund? Nun, Mr. Griffin, es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich werde ganz offen und direkt sein. Er ist schwarz. Nicht der Freund, Quagmire. Ach, der. Nun, Mr. Quagmire, Sie haben einen schweren Haiangriff hinter sich. Zum Glück werden Sie sich erholen, aber Sie werden lernen müssen, ohne Penis zu leben. Oder vielleicht nicht? Huh, was ist das? Ist das Ihr Penis? Nein, ich mache nur Witze. Ich spiele das mit meinen penislosen Patienten, um sie aufzumuntern.